In Salzburg gibt es zahlreiche Leerstände. Die Superinitiative hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Vielzahl dieser vorübergehend leerstehenden Räume in Salzburg als kulturelle Handlungsräume zu vermitteln. Stefan Heinziger, einer der Mitbegründer der Superinitiative, hat uns für ein Interview im Kunstquartier Salzburg besucht. Also die Superinitiative ist ein Verein, die sich um die Leerstandszwischennutzung kümmert in Salzburg. Super, das Eigenschaftswort spricht ja für sich. Es steht dafür, dass es einfach gut ist, Leerstand zu nutzen, zwischenzunutzen. Es ist gut für die Eigentümer und es ist gut für die Leute, die Bedarf haben. Es ist eigentlich eine klassische Win-Win-Situation und insofern haben wir den Begriff super für uns und unsere Aktivität sehr treffend gefunden. Bei uns melden sich also Leute, die zum Beispiel einen Proberaum suchen oder ein Atelier suchen oder die eine Veranstaltung machen wollen oder die ein Studio suchen oder die ein Fotoshooting machen wollen für ein bestimmtes Produkt und zum Beispiel eine gewisse leerstehende Fabrikshalle vor Augen haben. Anita Tannhofer ist Kunsthistorikerin und eine der Mitbegründerinnen der Superinitiative. Goldilocks Effects ist eine Plattform, wo sich die Besucherinnen mit den Künstlerinnen treffen können, wo dann quasi über die Kunst auch gesprochen wird, wo die Künstlerinnen eigentlich diese Arbeit, die eine Kunstvermittlerin ansonsten in der Ausstellung macht, selber machen. Und bei Goldilocks Effects war es mir eben wesentlich, dass die Künstler und Künstlerinnen selbst vor Ort sind und selbst mit den Leuten einen Diskurs suchen. Das heißt, ich habe nicht zu der Künstlerin gesagt, du hast diese Wand und du kannst hier deine Arbeiten aufhängen und in Gegenüberstellung mit jenem Künstler oder jenen Künstlerin. Die ganze kuratorische Arbeit, die normalerweise eben eine Kuratorin im Vorhinein macht, hat die Gruppe gemeinsam gelöst. Einer, der die Superinitiative aktiv nutzt, ist der Künstler Alexander Ohrenschall. Als Raumsuchender wandte er sich an die Superinitiative und kam so zu seinem Atelier in der Judengasse. Es ist gar nicht so schwer, glaube ich, Leerstände zu finden. Schwer ist es längerfristig nutzbare Leerstände zu finden. Weil die Leerstände sind ja immer nur kurzfristig, manchmal nur für Monate nutzbar. Und insofern ist das, wenn man vorhat, länger bestimmte Dinge auszuführen, dann schon auch ein Problem. Allerdings verglichen mit München, wo ich auch einige Jahre war, ist es doch erstaunlich, eben gerade durch die Superinitiative oder auch durch das Netzwerk, was es unter Künstlern hier gibt, ein sehr solidarisches Netzwerk, dass in dieser kleinen Stadt, die sicher viel weniger Leerstände zur Verfügung hat, es dann doch mehr Gelegenheiten gibt, die sich dann plötzlich auftun als in einem großen München. Hier ist es kein Ausstellungsraum, es ist ein Proben- und Arbeitsraum für unser Projekt Prophecy in 2160. Ja, das ist ein Projekt, in dem wir Zukunftsvisionen aller Salzburgerinnen und Salzburgern sammeln. Das Ganze wird gefördert von Salzburg 2016. Und das ist ein sehr multimediales Projekt, weil es einerseits die normale Geste des Interviews bis hin zur dann Performance und bis hin zu einem Abschlusswerk in der Kollegienkirche dann bildet. Und es ist ein fantastischer Raum, der eben sowohl Besucher als auch eben doch eine größere Crew bergen kann für Proben oder eben für Präsentationen. Wie finden Sie als Künstler die Superinitiative? Ja, wie der Name sagt, super. Weil sie für uns Künstler natürlich sich, wie ich das in den letzten Monaten gesehen habe, sehr, sehr engagiert, wie ich es irgendwo sonst gefunden habe. Und bin natürlich auch froh und dankbar, dass sie uns diese Räume hier gefunden hat für unser Projekt. Es ist ein tolles, wirklich spannendes Gefühl. Dann ist es immer ein Kribbeln. Ja? Also kann man so einen Leerstand überhaupt für eine Ausstellung nutzen oder benutzen? Das Gute ist, die Erwartungshaltung ist immer relativ niedrig. Und deshalb ist natürlich der Überraschungsmoment dann höher. Und Leerstand ist ja oft so in der Wahrnehmung,
ja, da findet nichts mehr statt. Das ist ja kein schöner Raum vielleicht auch. Es ist nicht alles schön, glatt, sauber, weiß. Die Wände sind teilweise schimmelig oder ja, es sind Dinge aus den Wänden herausgerissen. Also es ist kein Ort, der jetzt einmal im ersten Hinschauen ästhetisch schön wirkt. Und hier war es tatsächlich so ein positiver Wettstreit zwischen den Räumlichkeiten, dem Raum und der Kunst. Durch die Super-Initiative werden leerstehende Räume in ganz Salzburg wiederbelebt und für originelle und kulturelle Projekte zur Verfügung gestellt. Wir finden die Initiative einfach super.